Euro eingeführt wurde, vor 20 Jahren. Aber wir haben inzwischen eine viel höhere Inflation. Das heißt, dieses Zinsniveau reicht bei weitem noch nicht, um die Staaten zur Vernunft zu bringen und einzubremsen bei ihrer Schuldenpolitik. Denn die Staaten werden doch jetzt Folgendes sehen. Die Inflation bläht die Wirtschaftstätigkeit nominal auf, die Preise steigen, die Steuereinnahmen steigen, sogar überproportional wegen der heimlichen Progression und so weiter. Der Staat schwimmt im Geld und relativ dazu werden die Schuldenlasten immer weniger. Auch das ganze Sozialprodukt bläht sich ja nominal über die Preise auf. Die Schulden bleiben zunächst mal, wo sie sind. Das heißt, die Schuldenquoten sinken durch diesen Prozess, durch die Inflation. Und dann werden die Politiker sagen, ach, jetzt haben wir wieder Luft und können also neue Schulden aufnehmen. Nicht? Das heißt, in Wahrheit orientieren sie sich implizit an den Realzinsen, die natürlich, wenn die Zinsen heute so hoch sind wie früher, viel, viel niedriger sind, stark im negativen Bereich bei diesen gewaltigen Inflationsraten, die wir haben. Also die Sache ist überhaupt noch nicht zu Ende, sondern die Schuldenexzesse der Staaten, die kommen erst noch und die setzen sich fort. Ich glaube nicht, dass die ein Ende haben, ganz im Gegenteil. Überhaupt sind die Staaten ja die wichtigsten Akteure. Im Studium habe ich noch gelernt, dass die private Investitionsnachfrage viel reagiert. Ja, tut sie auch. Bau ist unmittelbar reaktiv. Aber am meisten reagieren die Staaten selber mit ihren Ausgaben auf die Zinsen. Und das hatte ich schon erwähnt, die Notenbanken des Eurosystems haben seit 2008 für 4,4 Billionen Euro Staatspapiere erworben. Und die werden sie aus politischen Gründen nicht oder nur zum kleinen Teil zurückverkaufen. Denn das müssten sie tun, um die langfristigen Zinsen noch richtig hochzubringen. Nicht? Die haben sie jetzt alle in ihrem Portfolio. Wenn sie die zurückverkaufen, gehen die Kurse in den Keller, die Zinsen in den Himmel. Die Staaten haben Schwierigkeiten, sich zu finanzieren. Und vor allem die Banken, die ähnliche Papiere in ihren Büchern haben, haben riesige Abschreibungsverluste. Und da Banken ja immer nur mit einer minimalen Prise von Eigenkapital arbeiten, purzeln sie dann einer nach dem anderen. Also das kann die EZB gar nicht wagen. Das ist eine Sackgasse, eine Einbahnstraße besser, was sie da gemacht hat mit ihrem Asset-Kaufprogramm. Es geht nur in die eine Richtung, die Staaten. Also das kann die EZB gar nicht wagen. Das ist eine Sackgasse, eine Einbahnstraße besser, was sie da gemacht hat mit ihrem Asset-Kaufprogramm. Es geht nur in die eine Richtung. Die Staatspapiere sind jetzt zum großen Teil bei der Europäischen Zentralbank geladen und bleiben da auf ewig liegen. Und man wird sehen, dass sie durch Inflation allmählich erodieren. Man könnte ja fast vermuten, da sei ein Programm dahinter.